beim Hören wirst du eine Vielfalt von Klängen wahrnehmen. Vielleicht interessieren und hast den Wunsch, diese Klänge noch intensiver zu hören und wahrzunehmen. Am besten nimmst du wahr, wenn du den Klängen lauschst. Kannst du dich daran erinnern, wann du das letzte Mal gelauscht hast? Wahrscheinlich als Kind. Das Rascheln der Blätter im Wald, die Stimmen der Vögel. Lauschen, dann bist du ganz, ganz bei dem Klang. Du bist ganz bei der Sache. Und alles andere ist ausgeschaltet. Und so kann es dir auch ergehen beim Lauschen der Klänge. Und dann ist es gut, sich bequem hinzusetzen, die Augen zu schließen, sehen verhindert hören, und so kannst du die Augen schließen oder auch nicht schließen. Und wenn du sie geschlossen hast, kannst du den Klängen lauschen, dich mit den Klängen verbinden. Wie ist das für dich, mit dem Klang verbunden zu sein? So, die Vorstellung, dein Ohr ist in der Klangschale. Wenn du mit dem Klang verbunden bist, bist du ganz bei dir, in deiner Mitte. Der Klang der Klangschale berührt unser Innerstes. Er bringt die Seele zum Schwingen. Ihr Klang löst Spannung, mobilisiert die Selbstheilungskräfte und setzt schöpferische Energien frei. Kannst du dir vorstellen, dass der Klang das bewirken kann? Sich in der Seele berühren lassen? Und wenn du berührt bist und bei dir bist, können sich Spannungen und Blockaden lösen. Dann bist du frei, um wieder in Ordnung und in Harmonie zu kommen, gesund zu werden und wenn du frei bist, bist du kreativ, entlassen aus den Alltagsfesseln, die dich sonst umgeben. Wie kann das sein? Und dazu erzähle ich jetzt eine kleine Geschichte. In Indien sagt man Nada Brahma. Nada Brahma meint, die Welt und wir Menschen sind aus kosmischem Klang entstanden. Also im Kosmos liegt unser Ursprung. Unsere Heimat. Dort kennen wir uns aus. Dort fühlen wir uns wohl. Dort sind wir sicher. Dort sind wir in unser ursprüngliches Vertrauen, in unser Urvertrauen gekommen. Wenn du den Klangschalen lauschst,
Hast du vielleicht das Gefühl, die Klänge hören sich an wie kosmische Klänge? Also die Klänge erinnern an die Heimat. Und es gab noch eine andere Situation für dich, wo du Vertrauen gelernt hast, die nicht so weit zurückliegt. Das war, als du im Mutterleib herangewachsen bist. Im Mutterleib bist du versorgt worden, ohne Wenn und Aber. Du brauchst es nicht zu tun. Das hat dir Vertrauen gegeben. Und dort bist du mit dem Urvertrauen in Kontakt gekommen. Nach der Geburt kann alles ganz anders gewesen sein, aber diese Erfahrung nimmt dir niemand mehr. Und das ist wunderbar. Denn nun hast du die Möglichkeit, mit den Klängen der Klangschalen wieder dort anzuknüpfen, ins Vertrauen zu kommen, in die Gelassenheit, auf diesen Vertrauen wieder aufzubauen, um wieder in Harmonie zu kommen.